Mir macht am meisten an dem Beruf Spaß, dass ich in den kleinen Gruppen sofort sehe, wenn was ankommt. Man sieht halt leider bei 30 Kindern nicht, was bleibt hängen. Ich sehe es sofort und das macht Spaß. Und wenn ich dann noch sehe, wenn dieses Ah-Effekt kommt, dann freue ich mich. Mein Name ist Florentine Pichon und ich bin Inhaberin des Förderseminars Wunsdorf seit 2019 und unterrichte hier selber als Dozentin in den Fächern Mathematik, Biologie und Chemie. Nachhilfe heißt für mich, dass wir die Kinder unterstützen. Wir unterstützen sie in ihren Schwierigkeiten, die sie in der Schule haben oder auch ihr Vorankommen. Wenn einer ein bisschen schwächer in einem Bereich ist und seine Lücken hat, dass wir versuchen, diese Lücken aufzuarbeiten. Aber auch Leute oder Schüler, Schülerinnen, die halt auch Stärken haben und vorankommen wollen im Unterricht, dass wir auch die dementsprechend fordern. Nach dem Abitur habe ich mir gedacht, ich möchte gerne Lehrer werden, habe angefangen auf Lehramt zu studieren und habe, um mir nebenbei etwas zu verdienen, hier im Förderseminar angefangen, Nachhilfe zu geben. Aber je mehr ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, dass das genau das ist, was mir Spaß macht, dass ich mich hier wohlfühle, dass ich den Leuten hier so helfen kann, wie ich das eigentlich möchte und habe mich dann nach dem Studium dazu entschieden, hier zu bleiben. Mein Name ist Lars Strohmeier und ich kümmere mich um alle Bereiche Deutsch, Englisch, Latein, Geschichte, Politik, diese Bereiche. Mein Name ist Linda Knichwitz. Ich bin ja angestellte Dozentin für die Fächer Mathematik und Physik. Mein Werdegang ist ein ziemliches Wirrwarr, ein kleiner Zickzack. Ich habe meine Ausbildung mit 18 angefangen als Milchtechnologin bei Müllermilch. Habe meine Ausbildung mit Auszeichnung abgeschlossen und bin danach nach Hannover gezogen zum Studieren. Bin Ingenieurin und habe mir dann überlegt, ich würde doch viel lieber in den Lehrberuf wechseln und hatte dann das Glück, dass ich Frau Pichon kennenlernen durfte, die mir dann die Möglichkeit gegeben hat, als Dozentin hier tätig zu sein. Wir haben zum einen Gruppenunterricht. Da sind das dann halt meistens drei Kinder, aber es kann natürlich, wenn es eine homogene Gruppe ist, sprich es machen alle das Gleiche, dass wir auch mal sagen, wir haben gerade so auf Abiturvorbereitung in Crashkursen 5 oder 6 Schüler, Schülerinnen da drin. Wir bieten aber auch Einzelunterricht an. Am schönsten finde ich tatsächlich das Unterrichten an sich. Mir gefällt es einfach, mein Wissen an die nächste Generation und weitergeben zu können. Quasi das, was ich schon erlebt habe und meine Erfahrungen, auch was so das Erwachsenwerden, die Entscheidungen treffen, wie lerne ich am besten, das ist eigentlich das, was mich anspornt und was ich am liebsten mache. Ich arbeite jetzt hier seit 2009 und eine der schönsten Sachen für mich ist es, zu sehen, wo die Leute auch dann landen. Ob es halt eben hier in der Stadt ist, ob sie ihren eigenen Weg finden. Man begleitet die Leute auch über viele Jahre. Das ist ein sehr schöner Prozess hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen und Zuhören und freue mich, wenn ich Sie bei uns im Förderseminar begrüßen kann. Falls Fragen sein sollten, wenden Sie sich bitte an unsere Kontaktdaten und wir werden alle Fragen mit Ihnen klären. Vielen Dank.